Mein Name ist Christoph Ulmer. Ich bin zuständig für mehrere Themen, so zum Beispiel vor allem für den Friaul, wo ich auch wohne. Und ich bin Kunsthistoriker und betreibe Studienreisen schon seit 30 Jahren. Und mir sind besonders wichtig bei den Studienreisen die historischen Zusammenhänge zwischen den Objekten und der Geschichte des Landes, also das Objekt vorzustellen als ein Dokument für die Geschichte und die Kultur des Landes. Meine Reisen sind sehr intensive Reisen im Inhalt, also wirkliche Studienreisen für alle, die es gründlich wissen wollen. Und was mir auch wichtig ist, ist dann das Essen und die Landschaft in Bezug zu setzen zu den Objekten, aber es sind vor allem Kultur- und Studienreisen.